Später spielt Olga den Vierer. Die Vierer ist eigentlich die bekannteste Dichterin Russlands. Sie ist eigentlich eine Pop-Rock-Sängerin, aber jeder, der sich in der russischen Literatur auskennt, findet sie auch gut. Sie ist ein sehr geschlossener Mensch, ein sehr zurückhaltender Mensch. Sie gibt kaum Interviews, aber diese Frau schafft Stadionen von 40.000, 50.000 Menschen zu ihren Konzerten zu versammeln.